Wie kann denn bitte mein Portemonnaie voll sein? Ich glaube, wir sollten gleich mal am Automaten gehen. Oh, warte mal. So. Nein, was mache ich denn? Oh Gott, ich bin so hohl. Nein. Boah, Alter, diese Musik. La, 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 la. Ich feiere diese Musik immer noch. Das ist so geil. So, den brauchen wir schon mal da. Ich brauche noch ein paar Geraden nach unten. Da ist noch eine Gerade. Und dann war es das auch schon. Sauber. So, wo ist er denn? Mach ihn alle! Du scheiß Wandkrabbler, du Alter, du Splicer. So. Hier würde ich gerne rein. Ich glaube, wir probieren es mal. Ich weiß jetzt schon, dass es wieder... Eine Gerade nach oben wäre schön. Eine Gerade nach oben irgendwo finden. Eine Gerade nach oben. Da sind zwei Geraden. Sehr schön. Dann den dahin. Den brauchen wir hier. Den brauchen wir hier. Und dann da unten. Oh, wunderbar. Das passt alles. Sauber. Das. Was ist denn? Hallo? Hallo? Oh. Wir haben heute unsere Mascha gesehen. Wir haben sie kaum erkannt. Sam sagte, das ist sie. Ich hab gesagt, du spinnst doch. Dieses Ding, das soll unsere Mascha sein. Aber er hatte recht. Sie hat einer Leiche bei den Fontaine Fisheries das Blut abgesaugt. Und als sie damit fertig war, ging sie Hand in Hand mit einer dieser schrecklichen Missgeburten fort. Sam rief ihren Namen. Ich habe kein Wort rausbekommen. Sam ist verrückt. Dieses Ding war nicht unsere Mascha. Ach, wie krass. Hallo Smiley, willkommen zu Let's Play Live, zum Live-Let's Play. Nicht wundern, wenn ich mal so nicht so auf den Chat reagiere, weil ich gerade ein Live-Let's Play mache für YouTube. Es ist der erste Teil. Wir spielen ja alle hier im Stream durch. Also nicht heute, sondern immer so ein bisschen. Und heute ist ja... Alter, wenn man wartet, kriegt man hier ein... Alter, geil! Neues Sonicum! Schau... Ah, okay, Schottenalarms. Gibt es überhaupt ein unvergängliches Geräusch als das... Ein Sicherheitsalarm mit Schottalarms wird ihre Signatur so verändert, dass sie mit Alarmsensoren interagieren, interagiert und so die Dauer manipuliert werden kann. Das ist natürlich geil. Verringert die Geschwindigkeit beim Hacken. Ist alles so geil, was wir schon haben. Reduziert die Fließgeschwindigkeit beim Hacken. Ich möchte das trotzdem mal lassen. Ich lasse das mal. So. Oh, ich liebe Bioshock. Ersten Teil habe ich damals am PC gespielt. Und, es war so cool und es spielt sich immer noch so geil. Na, Alter. Hallo? Geh mal aus dem Weg. So. So, wir müssen ja... Ach, guck mal an. Komm ich da rüber? Wie komme ich denn... Achso, wir haben Schrotmunition voll, ne? Da können wir eigentlich auch mal die Schrotflinte benutzen. Jetzt habe ich mich... Jetzt haben wir schon mal hier so eine Flasche getrunken. Also so, ich meine, so ein Roboter hätte ich schon gern zu Hause, aber die ganz schlauesten sind sie nicht, ne? Muss man ja mal sagen. Sollte ich nicht hier so einen fotografieren? Warte mal. Wir haben ja ein bisschen Kohle. Da können wir jetzt auch mal ein bisschen Gas geben, ja, mit ausgeben. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich hoffe, hier zwischen ist offen. Ja. Aber ich bräuchte noch eine Gerade. Eieiei, da ist noch eine. Im Zirkus der Werte. Gerade? Da ist eine Gerade. Ah, war schon fertig. Sehr geil. So. Willkommen
Splittergranaten, Splittergranaten für den Granatenwerfer. Kaufen wir auch mal ein paar. So, MG-Patronen, ja. Film für Forschungs... Achso, ich habe keine... Achso, ich hatte keine... Wir sind mal ein bisschen großzügig, ne? Komm, wir haben ja so viel Kohle gesammelt. Und dann gehen wir nochmal zurück und holen nochmal oben das Geld. Und hier die Dollars, die Dollarus. Gehe ich nämlich nochmal eben schnell nach oben, weil wir haben oben ein paar Dollarus liegen lassen. Weil da lagen nämlich auch noch so viele in dem Bonusraum. Wo war denn das? War das hier? Hier war das, glaube ich, ja. So. Weil die möchte ich ungerne... Nein, ernsthaft jetzt? Ich wollte schon sagen, komm, kriege ich das jetzt? Nein, ehrlich jetzt, Alter, wie kriege ich das? Nein, sag mir nicht, das Bild ist draufgefallen und ich kriege das Bild nicht weggeschossen hier irgendwie. Alter, ernsthaft. Natürlich werde ich das nicht mit dem Granatwerfer machen. Nimm die Dollarus auf. Nimm sie auf. Ah, okay. Das eine Pärchen haben wir schon mal. Ja, 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 ja. Geld regiert die Welt. Ich glaube, das war's, ne? Ich glaube, das war's. Boah, Gott sei Dank. Ich dachte schon. Boah, wie dumm. Ja, das Bild ist voll OP. Ohne Scheiß. Das Bild ist voll OP. Wie viel das aushält, ist ja unglaublich. Fällt einfach mal eiskalt auf die Items drauf. Das ist ja unfassbar. So. So. Alter. Ja, geh weg. So. Bunte Lichter. Ich hoffe, wir haben... Haben wir denn... Ja, verzeihung. Ah, zwei von drei haben wir. Okay, es gibt drei. Okay, der dritte ist im Jet-Postal. Warte mal. Ciao. So, Pistolenmunition nehmen wir mit. Gucken wir mal, wo wir hier hinkommen. Hier waren... Oh. Aua, ja, lass mich doch durch. Gott, Hilfe. Aktentasche. Hey. Kuchen. Ich liebe Kuchen. Todesstrafe in Rapture. Der Rat ist in Aufruhr. Man befürchtet, dass es zu Ausschreitungen in der Stadt kommt. In solchen Zeiten braucht es eine harte Hand. Den Schmugglern muss das Handwerk gelegt werden. Ja, geh mit aus. Jeglicher Kontakt zur Oberfläche bringt Rapture ein Stück näher an die Parasiten, vor denen wir einst geflohen sind. Ein paar Hälse in der Schlinge sind ein angemessener Preis für unsere Ideale. Ja. Er ist ein bisschen eigensinnig geworden, ne? Muss man sagen. So. Ausgetrickt, lieber. Du Monster! Ah! Feigling! Na komm! Ich folge deinem Gestank! Wo ist er? Ach, da oben! Ah, Limit erreicht dann Verbandskissen? Achso. Na, nimm mal mit. So, warte mal. Kann ich davon jetzt ein Foto machen? Was bringt mir das? Kriege ich jetzt Forschungsmatch? Ah, okay. Strafe, Subjekt ist tot. Toll. Was ist das hier? Ach, da ist der Haken reingefallen von der. So anders würde das ausreichen. Wärst du so freundlich, dich auf den Weg zurück zu den Fontaine Fisheries zu machen? Ja, ja. Ich würde gerne mich noch ein bisschen umgucken, aber da oben ist noch so eine dämliche Wix-Kamera, die mir gerade noch so ein bisschen alles versperrt. Bleibt die jetzt so stehen, oder was? Ach, die bleibt so stehen. Okay, was haben wir hier oben? Danke. Und hier haben wir wieder einen Sicherheitsnotschalter. Okay. Kann ich einfach durchjumpen? Ach, das geht auch. Na, hätte ich das mal vorher gewusst. Ich bräuchte echt mal... Echt mal mehr Pistolenkugeln, vor allem von den normalen. Ich finde hier viel zu wenig. Ich meine, ich finde hier zwar welche, aber das sind immer andere. Panzerbrechende sind das, aber die möchte ich ungern auf den normalen verbrauchen. Ja, die Atmo ist mega. Also wie gesagt,
Warum steht denn jetzt auf einmal da ein MG? Warum steht denn da auf einmal jetzt so ein MG? Na toll, super. Hallo? Ist so geil. So. Na. Ach, MG-Patronen-Limit erreicht. Ja, das ist gut. Wie er da liegt, ne? Mit der Hand so am Ohr so. Hallo? Dieter Splicer. Okay. Meine Frau Moira geht mir echt auf den Geist. Aber sie ist mein Ein und Alles und sie ist wunderschön. Ich fürchte, Gott will mich dafür bestrafen, dass ich Patrick und sie hierher gebracht habe. Ich dachte, unser Leben würde dadurch besser werden. Oh yeah, wie blöd kann man eigentlich sein? Also für die Kleinen ist echt... Für die Kleinen ist echt die Pistole viel, viel besser. Okay. Wow, zwei Patronen war er noch. Alter, na, das gibt's doch nicht. Kann ich nicht einfach hier durch irgendwie? Weil ich will unbedingt den Big Daddy so ein bisschen aus dem Weg gehen. Da liegt auch noch was. Auf den Boden! Ah, okay. Du glaubst, du kommst damit durch? Ja. Wer schmeißt denn da... Was war das mal? Achso, Security Bullseye. Haben wir noch gar nicht benutzt, ne? Wer schmeißt denn da... Ich glaube, Big Daddy ist hier lang gegangen, wo wir lang müssen. Da liegt eine E-Spritze. Na toll. Ach, wir haben voll, okay. Das hört sich an, als wäre der hier. Ja, toll. Und auch noch Big Daddy mit einer Little. Nein. Ernsthaft? Okay, ich probier's. Weil Little Sister ist schon... Wäre schon geil, wenn wir den hätten. Weil hier ist der eine am Liegen. Ich probier's mal. Ich probier mein Glück. Nein, was mache ich denn? Oh, ich bin so hohl. Nein! Oh. Nein! Wo ist er? Oh nein! Doch! Nein! Danke. Aber natürlich. Ja, ersten Teil habe ich auch, wie gesagt, durchgespielt. Den zweiten habe ich auch nur bis zur Hälfte und nie richtig durchgesuchtet. Aber das wollte ich jetzt alles nachholen im Stream, live Let's Play. Und den dritten habe ich noch nie gespielt. Den habe ich nur mal kurz angeguckt. Und, aber den wollte ich mir nachholen, weil damals war das so gewesen, der dritte Teil kam damals kostenlos für die PlayStation 3 raus als Plus-Mitgliedschaft. Da habe ich aber damals meine PS3 schon abgegeben für die PS4. Und deswegen wollte ich das jetzt alles nachholen, alles für YouTube dann aufnehmen, auch gleichzeitig und halt auch im Stream dann. Und würde das dann gerne auch dann spielen. Das sind die komplett Remaster, was heißt Remaster? Die Texturen sind schärfer. Ein paar Boni gibt es wie das Museum und so, aber ansonsten habe ich da noch keine Unterschiede. Das Spiel ist generell gleich. Na? Ah, da können wir wieder wechseln. Sehr schön. Ich würde es gerne wechseln. Oh, guck mal. Neues Kampftonikum. Ranch Lurker. Wenn sie mit Gegnern kämpfen, die größer oder stärker sind als sie, müssen sie jeden Vorteil nutzen, den sie bekommen können. Mit Ranch Lurker sind sie im Vorteil, wenn sie ihre Gegner unvorbereitet treffen.
Ach so. Hallo? Oh nein. Nein, bitte nicht jetzt. Nein. Nein. Ernsthaft jetzt? Ich glaube... Ja. Nein, doch nicht. Oh, ich dachte schon. Ich dachte, das Spiel hat sich aufgehangen. Oh Gott. Alter, ich dachte schon... Huch! Was? Ich dachte jetzt gerade, das Spiel wäre abgeschmiert. Ohne Scheiß, es war so eingefroren, ich konnte nichts mehr machen. Ich konnte keine Taste drücken. Ich dachte schon wieder, oh Gott. Hier wollte ich mal was abändern. Das Diebesdingen wollte ich mal ersetzen zu... Ab 12 Jahren aufwärts. Das Abfackeln möchte ich gerne nehmen. So. Dann gucken wir mal. Wir müssen ja wieder... Wir müssen jetzt die Fotos abgeben. Also die Kamera. So. Dann werden wir da. Ey, mein Kumpel! Bam. Bam. Ich habe schon lange nichts mehr zwischen die Zähne bekommen. Ja. Hast du was für mich und meine Mannschaft oder suchst du nur Ärger? Ich habe keine Ahnung. Setz dich kurz hin. Ich muss Kaffee aufsetzen. Oh ja. Vielleicht decke ich sogar den Tisch mit dem feinen Tafelsilber. Für mich in Schwarz, bitte. Bevor du in die Fischfabrik gehst, gebe ich dir noch einen Rat. Der alte Peach führt mit Sicherheit irgendwas im Schilde. Halt bloß die Augen offen. Okay. Mit einer Waffe kommt niemand in meine Bude rein. Leg deine Knarren in ihren Rohrpost, dann lass ich dich rein. Das war so klar. Wenn das der Preis dafür ist, musst du ihn wohl bezahlen. Dafür kann er dir wenigstens deine Plasmide nicht wegnehmen. Ja, das ist richtig. Achso, warte mal. Haben wir ja gerade... So, neues Techniktonikum. Hackerfokus. Hackerfokus, ein weiteres beliebtes Gentonikum der Hack-Smart-Produktpalette. Entschärft Fallen in Sicherheitssystemen. Wir garantieren weniger durchgeschmorte Schaltkreise oder Geld zurück. Lager ich erstmal. Okay, dann legen wir die Waffen ab. Das Einzige, was wir noch haben, ist den Schraubenschlüssel und die Kamera. Ich fühle mich ein wenig nackt, muss ich sagen. Oh je. Das sieht nach... Oh Gott, war das nicht Kampfarena? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich meine, das war Kampfarena. Ja, das... Oh Gott, nein. Ich hab's noch in Erinnerung. Ich wette, als dein Boss aus der Hölle abgehauen ist, hat er zum Teufel gesagt, dass er gleich wiederkommt. Und der Teufel hat gesagt, sehr wohl, Mr. Fontaine. Was? Ich halte ihn Platz frei. Ryan hat versprochen, dass Fontaine ins Gras gebissen hat. Und jetzt machst du hier seine Drecksarbeit. Ryan ist ein Penner und du... Okay. Boah, ich sehe gar nichts. Ich sehe nichts. Ich habe nur das Gefühl, dass jeden Moment irgendwas... Oh Gott, das war so klar. Geh einfach sterben. Oh, was? Ich seh nix. Oh, ich seh nix, Alter. Boah, wie gemein. Oh, wie gemein. Boah, wie fies das ist. So, hier
Boah, wie fies das ist. Das habe ich gar nicht mehr so... Das habe ich gar nicht mehr so schwer in Erinnerung. Natürlich, mal eben hacken, mitten im Kampf, ist klar. Wer es glaubt, wird selig. So. Aber wir haben ja die Zeit, so ist es ja nicht. So, probieren wir mal, ob wir das hinkriegen. Weil dann haben wir nämlich noch ein Geschütz für unsere Seite. So. Aber das mit dem Hacken, ich weiß nicht, war das früher nicht einfacher am PC? Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Ich meine, am PC war das wesentlich einfacher. So. Okay, das dürfte klappen. So. Jawohl. Und los geht's, Jungs. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Oh, wie gemein. Alter. Ich will die vertragen. Ja, natürlich. Ach komm. Alter Schwede. Ernsthaft jetzt? Boah, krass. Alter. Wo sind wir denn jetzt? Okay, da kann ich jetzt einfach meine Waffen wieder nehmen, oder? Ach komm. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Ja, ich fahr auch gleich mit dir Schlitten. Warte ab. Ja, komm hier hin. Aua, Alter. Ernsthaft? Okay. Okay. Ja, ich fahr auch gleich mit dir Schlitten. Auf deinen dicken Brüsten. Das gibt's gar nicht. Alter, wie viel... Oh Gott. Ja, ich mach noch Fotos. Ich habe auch die Zeit dafür. Boah, Alter. Okay, hier liegt überall Dollar. Und mal jetzt... Ah, guck mal an. Eine Pistole. Ich werd bekloppt. Alter. Hier war doch gerade noch irgendwas, oder? Ach, hier die Kiste. Okay, ich sollte vielleicht irgendwie gucken, dass ich Munition kriege. Von den Leuten, die... Hier, den zum Beispiel. Wow, 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 wow. So, warte mal. Nein, die heiße Schulter zeigt dir. Hä, wo ist er? Na komm, 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 komm. Da steht da wenigstens in Flammen. Alter Schwede. Boah, ich verbrauche hier so viel Verbandskästen. Das ist ja abnormal. Ist jetzt down? Weißt du, es sind keine Waffen erlaubt, aber die ballern hier rum, als gäbe es keinen Morgen. Voll am Abzappeln. War es das jetzt? Ich würde sagen, riecht nach Fisch, ne? Boah, sag mal, was ist denn jetzt hier los? Bin ich jetzt... Aua, wer... Natürlich, da war gerade keiner. Willst du mich verarschen? Da war gerade keiner. Ich bin da gerade rausgekommen. Hast du selbst gesehen? So. Erstmal den Schraub... Ich schicke dir auch gleich Läuse. Grüne Mäuse.
Na, Alter. Na, Alter. Okay, ich sollte mir gleich echt Munition, nicht Munition kaufen, sondern, ja doch, warte mal. Warte mal eben, Jungs. Ach, Munition krieg ich gar nicht. Aber dafür Verbandskisten und E-Spritzen. Die kann ich gut gebrauchen. Wo ist denn der Typ hin? Ist er hier lang gelaufen? Ach, da ist er! Okay, Nahkampf ist nicht so gut bei dem. Aber vielleicht Feuer. Okay, wir haben ja keine Muni. Jetzt kommen wieder seine schwulen Helfer. Wieso sagt er immer, der fährt mit dem Schlitten? Ich bin doch nicht sein Bro. Das gibt's doch nicht. Survival! Ja. Survival! So. Hallo? So, jetzt fahr ich mit dir mal Schlitten, Alter. Ich fahr mit dem Schlitten, wo vorne ein Dildo drauf gebaut ist. Und dann rutsche ich dir damit in den Arsch. Das habe ich jetzt gerade nicht gesagt. So. Ich habe sogar eine panzerbrechende Munition. Warte mal. Wo ist er denn, der Kollege, der mit dem Schlitten fahren will? Komm her, du Ficker! Was für ein Mädchen? Warte mal. Nein. Alter, so stark habe ich den Kampf gar nicht mehr in Erinnerung, muss ich ganz ehrlich gestehen. Dass es so extrem war. Aua. Aua. Nö, ich zeige dir die Warme gleich. Eiskaltes Hemdchen. Jawohl. Jawohl. Ich glaub's nicht. Alter. Das U-Boot-Dock wurde nur von Schmugglern und Dieben benutzt. Der Eingang ist bestimmt gut versteckt und die Schmuggler nicht mit der Nase. Puh, was, wer, wo? Ehrlich? Ein Kampf. Oh. Und ich spiele auf normal, ne, wohlgemerkt. Also, falls sich Leute fragen, was ist denn für ein Schwierigkeitsgrad? Ich spiele auf normalen Schwierigkeitsgrad. Also nicht leicht, nicht schwer, sondern normal. Und das ist echt abnormal, wie schwer das ist. Naja, gut. So, hier haben wir noch eine E-Spritze. Wir haben aber voll Verbandskasten, können wir gut brauchen. Hier ist nie was Großartiges drin, außer ein paar Kartoffelchips oder so.